Über diese Szene, Sie werden es gleich sehen, wird heftig diskutiert. Die AfD zeigt hier ganz offen den Schulterschluss mit Pegida und Neonazis auf dem sogenannten Trauermarsch in Chemnitz. Lange hatte die AfD ja immer wieder betont, mit Nazis wolle man nichts zu tun haben. Scheinbar nichts wert, diese Aussagen. Das können wir auch hier im Norden beobachten, bei einer Demo, organisiert von Rechtsextremisten aus Hamburg. Kundgebung in Hamburg. Das Motto: Merkel muss weg. Diese 180 wollen gern das Volk sein. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Was lächerlich wirkt, das ist politisch brisant. Laut Hamburger Verfassungsschutz stecken hinter der Kundgebung Rechtsextremisten. Hier der Anmelder Thomas Gardlow mit Gefolge. Diese Leute stören hier offenbar kaum jemanden. Wir entdecken einen AfD-Landtagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Christoph Grimm. Er nimmt die Warnung des Verfassungsschutzes einfach nicht ernst. Ich habe das Gefühl, dass der Verfassungsschutz eher instrumentalisiert wird, um die Leute abzuhalten, zu dieser Demo zu gehen. Nun gibt es ja Bilder aus Chemnitz, wo Herr Höcke unterwegs war, gemeinsam mit gewaltbereiten Neonazis. Wenn Sie diese Bilder genau angucken, werden Sie mich da auch sehen. Ich bin da mitmarschiert in der zweiten oder dritten Reihe. Gewaltbereite Neonazis, das sagen Sie einfach so daher. Ich habe da keine gesehen. Ich bin in der AfD und wir sind gegen Nazis, selbstverständlich. Sie sind AfD-Mitglied? Ja, natürlich bin ich das. Hier sollen also nur besorgte Bürger sein. Das betont auch noch mal der nächste Redner, Dennis Augustin, AfD-Vorsitzender aus Mecklenburg-Vorpommern. Wo sind denn hier heute die rechtsextremistischen Strukturen? Wo sind denn die ganzen Nazis? Doch hier sind Rechtsextremisten, schon auf den ersten Blick. Das ist Torben Klebe, ehemaliger Vorsitzender der Hamburger NPD. Und die ist zweifelsfrei rechtsextremistisch. Diese harmlos wirkende ältere Dame ist Imke Barnstedt, eine Holocaustleugnerin. Auf dem Foto ein Transparent mit der Aufschrift: Den Holocaust gab es nicht. Mit dabei ganz rechts Imke Barnstedt. Diesen Mann können wir als Teilnehmer rechtsextremistischer Aufmärsche identifizieren. Hier ein Foto aus dem Jahr 2015. Der Hamburger Verfassungsschutz hat die Allianz von Rechtsextremisten und AfDlern im Visier. Wir schauen da schon sehr genau hin. Und gerade diese zunehmende Vernetzung und diese Schnittmengen auch mit der AfD machen uns schon große Sorge. Und es wird sehr genau geprüft, ob die rechtliche Hemmschwelle überschritten ist, dass man sagen kann, hier liegt eine Bestrebung vor, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland agiert oder nicht. Sollen Sie uns doch bespitzeln, sollen Sie uns doch ausforschen. Sie werden nämlich nichts anderes feststellen, als dass wir auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. In Schwerin wird der Wahrheitsgehalt dieses feurigen Bekenntnisses durchaus angezweifelt. Die Funktionäre grenzen sich nicht klar von Rechtsextremen ab. Im Gegenteil, machen gemeinsame Sache, wie auf der Hamburger Demo. Ich glaube, dass es genug Anhaltspunkte gibt, zu schauen, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Und viele AfD-Anhänger stören sich offenbar gar nicht an dem rechtsextremistischen Zulauf. Hinter dieser Kundgebung stehen Rechtsextremisten. Stört Sie das nicht? Nein, das stört mich gar nicht. Irgendwas muss ja geschehen. Wenn wir die jetzt nicht hätten, würde gar nichts passieren. Sind Sie Anhänger der AfD? Ich bin Anhänger der AfD. Hier ist doch keine Demokratie in Deutschland. Hier ist doch Kommunismus. Sind Sie AfD-Mitglied? Nein, aber ich will das auch werden, weil die AfD für Demokratie steht. Weil so geht das nicht weiter mit dem Land. Solange mir das keiner beweisen kann, hundertprozentig, der ihn kennt oder der diese Menschen kennt, dass sie rechtsextremistisch sind oder irgendwelche rechtsextremistischen Parteien angehört haben, solange glaube ich das nicht. Und würde Sie das denn stören, wenn hier Rechtsextremisten sind? Das würde mich nicht stören. Das würde Sie nicht stören? Nein. Ich bin selber rechts und da stehe ich auch zu. Und welche Partei unterstützen Sie? Die AfD. Ja. Rechts ist auch dieser Teilnehmer. Er löst sich aus der Menge, bedrängt Kameramänner und Reporter. Alter,
Das ist Sascha Kühle. Der macht kein Geheimnis aus seiner Gesinnung. Auf seiner Facebook-Seite Werbung für eine Neonazi-Band. Und dieses Foto zeigt ihn bei einem Aufmarsch im August. Zum Gedenken an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess. Bei solchen Mitstreitern stellt sich die Frage, wann die AfD auch im Norden vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ja, die AfD will die Beobachtung durch den Verfassungsschutz unbedingt verhindern. Heute gab es in Berlin bekannt, dass man darüber nachdenke, sogenannte interne Sonderermittler einzusetzen, die die Partei durchleuchten sollen, damit sich die Parteispitze ein eigenes Bild machen könne.